Rostock wählt einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin. Am 26. Mai sind Sie und seid insbesondere Ihr als junge Wählerinnen und Wähler aufgerufen, über die Zukunft der Stadt abzustimmen. Tom Reimer ist heute mein Gast und er tritt als unabhängiger Kandidat an. Herr Reimer, herzlich willkommen. Hallo. Unser heutiges Motto, gute 10 Minuten für Sie, hier und jetzt im Studio von Rock TV. Und zu Beginn würde ich Sie bitten, sich einmal selbst vorzustellen. Bitte. Ja, ich bin Tom Reimer. Ich habe eine Familie, ich habe 4 Kinder, 3 Töchter, einen Sohn. Ich bin in Rostock geboren, 1976. Ich habe hier Abitur gemacht und studiert. Ich habe verschiedene Sachen studiert. Ich habe also nicht nur so streng mein Studium verfolgt, wie das heute viele machen müssen, weil sie Bachelor und Master machen müssen und unter Zeitdruck stehen. Das ging damals bei mir noch anders. Ich konnte also in verschiedene Richtungen gucken. Ich habe also auch Vorlesungen Philosophie, Germanistik, Geschichte studiert. Aber ich habe meinen Abschluss dann in Biologie gemacht. Habe dann noch promoviert in Neurobiologie. Darum steht überall, ich bin Neurobiologe, das ist richtig. Aber ich bin als Biologe eher Generalist. Und ich bin aber nicht nur Biologe, ich bin auch Kreativer. Ich schreibe Gedichte und publiziere die auch so als kleines Büchlein im A6-Format und bringe die in der Königsblau-Denkfabrik raus, die ich gegründet habe. Ja, was noch zu mir? Ich bin sehr naturverbunden und Kultur ist das eigentlich das Schönste für mich, was der Mensch so hervorbringen kann. Sie macht das Leben erst lebenswert und erträglich und schön. Und Sie wollen Oberbürgermeister werden. Ihr Wahlslogan lautet Make Rostock Great Again. Das Again dann durchgestrichen und als Untertitel Machen wir Rostock lebendiger. Mhm. Nun würde mich interessieren, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie sich das überlegt haben? Ja, das mit dem Make Rostock Great Again, das ist halt eine kreative Idee. Da habe ich gedacht, naja, Herr Trump ist eigentlich nicht so der Sympathieträger, aber wir streichen mal das Again raus und machen mal Make Rostock Great. Und mir geht es halt vor allem um die Lebendigkeit. Die Lebendigkeit in Rostock zu steigern. Also der Fokus liegt bei mir ganz klar auf Kinder, Familie, Kreativität, Kunst und Kultur, aber auch Wirtschaft. Also diese 5 Sachen will ich nach vorne bringen und die 5 Sachen machen auch Rostock lebendiger. Das passt auch zum Biologen. Bei einer Sache möchte ich direkt einhaken, bei Kunst und Kultur, denn Sie fordern ein Rostock, in dem Kultur und Wissenschaft regieren, so schreiben Sie das. Unter anderem wünschen Sie sich ein gesellschaftlich relevantes, modernes und flexibles Theater. Erklären Sie uns doch einmal genauer, wie stellen Sie sich die Zukunft des Volkstheaters vor? Ja, das Volkstheater soll für alle Rostocker da sein, und zwar erstmal primär für die Rostocker, finde ich. Das muss nicht gleich irgendwie für Hamburger oder so relevant sein, sondern es soll erstmal für die Rostocker da sein. Und es sollen sich auch alle Rostocker, egal wo sie herkommen, ob sie im Plattenbau wohnen, ob sie in der Innenstadt wohnen, ob sie in Warnemünde wohnen, eine Karte leisten können. Und es sollen politisch relevante und gesellschaftlich relevante Themen dort bearbeitet werden. Und es müssen alle Formate der Digitalisierung machbar sein. Also es muss ein modernes Theater sein. Da muss Augmented Reality, 3D-Animation, künstliche Intelligenz, das muss alles mit rein. Also ich stelle mir das so vor, dass man die Bühne verschieben kann in die Mitte, dass man die Besucherränge verschieben kann und also ganz flexibel, Flexibilität ganz oben beim Theater. Das die beiden Dinge. Und es müssen halt so relevante Themen dort bearbeitet werden und zur Aufführung kommen, dass die jungen Menschen auch wieder ins Theater kommen. Wir haben eine Gesellschaft, wo so viel im Umbruch ist. Und das muss ins Theater, damit auch diese gesellschaftlichen Werte wieder im Theater diskutiert werden können. Zudem soll Ihr Konzept aber auch losgelöst vom Theaterneubau erarbeitet werden. Wo wünschen sich darüber hinaus Entwicklungen in der Rostocker Kulturszene? Alle Graswurzelinitiativen, alle künstlerischen Graswurzelinitiativen müssen unterstützt werden. Wenn ich sowas wie Buthilde sehe in der KTV, da gab es überhaupt keine Resonanz im Rathaus, das wird einfach pleite gehen gelassen, sozusagen. Das Ding ist jetzt weg und das ist ein großer Verlust für die KTV. Das hätte ich im Rathaus unterstützt, sowas. Das ist eine kleine Sache. Und sowas gibt es auch in Vierteln wie Groß-Klein. Ich komme auch aus Groß-Klein, ich bin da groß geworden und in Groß-Lüsewitz. Ich hatte also die Struktur im Plattenbau in Groß-Klein und ich hatte eine intakte Dorfstruktur zu DDR-Zeiten in Groß-Lüsewitz und weiß, wie es sein kann. Und ich denke, auch diese Siedlungen, Plattenbausiedlungen, aus denen ich auch stamme, müssen mehr entwickelt werden. Und gerade dort muss man auch Initiativen fördern. Und gerade auch im künstlerischen Bereich, denn
künstlerische Initiativen vermitteln gesellschaftliche Werte. Darum geht es in Kunst und Kultur. Und das ist auch gerade das, was die Jugend braucht. Die brauchen Orientierung, die brauchen gesellschaftliche Werte, die brauchen eine Basis, woran sie sich halten können. Und das vermittelt Kunst und Kultur in entscheidendem Maße, meiner Meinung nach. Ein weiterer Aspekt Ihres Programmes, das ist der Fokus auf den Bereich Wohnen. Ja, Sie sprechen davon bezahlbaren Wohnraum und der Schaffung von Transparenz bezüglich der Besitzverhältnisse. Das wollen Sie herstellen. Nun fand ich das ganz interessant, dass Sie selbst ja vor 2 Jahren aus Rostock in das Umland gezogen sind. Da würde mich jetzt interessieren, waren Ihnen in Rostock die Mieten bzw. Wohnkosten zu teuer? Oder anders gefragt, finden Sie die Mietpreise in Rostock angemessen? Also ich habe ja vorhin gesagt, ich habe jetzt eine bisschen größere Familie als normal. Wir haben, glaube ich, eine Geburtenrate von 1,3, da liege ich also weit drüber. Habe aber kein schlechtes Gewissen, trotz Ökologie, Klimawandel etc., weil wir halt in Deutschland eine relativ geringe Geburtenrate haben. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir auch eigene Kinder haben, um unsere Sozialsysteme etc. alles zu erhalten, überhaupt die ganze Gesellschaftsstruktur zu erhalten. Und warum ich rausgezogen bin, ist wirklich, weil ich keine Wohnung gefunden habe oder weil wir keine Wohnung gefunden haben in der passenden Größe für uns. Auf jeden Fall nicht für einen bezahlbaren Preis. Es geht dann so bei 2000 Euro dann vielleicht warm. Hätten wir was kriegen können, eventuell, aber wahrscheinlich auch nicht. Also es war einfach nicht drin. Wir haben lange gesucht, 3-4 Jahre haben wir gesucht und nichts gefunden. Und dann sind wir halt rausgezogen und haben dort jetzt ein bisschen mehr Platz, kleinen Garten, aber auch alles ganz bescheiden. Und wie möchten Sie denn als Oberbürgermeister für mehr bezahlbaren Wohnraum in Rostock sorgen? Auf jeden Fall nicht dadurch, dass ich die Kleingärten alle platt mache, weil das widerstrebt mir zutiefst, weil Städte sind ökologische Katastrophen und wir müssen alles tun, um so viel Natur wie möglich in der Stadt zu erhalten. Und dazu zählen für mich auch die Kleingärten. Nicht nur die Grünanlagen und Grünflächen, die Spiel- und Freiräume für die Kinder, sondern auch die Kleingartenanlagen. Und auch nicht dadurch, dass wir die Mittelmole mit 7-stöckigen Wohnhäusern bebauen. Ja, das sind für mich Betonklötzer und wenn wir Betonklötzer bauen, werden die Menschen auch zu Betonklötzern, denn die Architektur prägt auch den Menschen, der dann in dieser Architektur wohnt. Ja. Also der einfachste Weg ist sicherlich, diese Kleingärten zu nehmen und die zu bebauen. Das wird am Roten Pol jetzt auch gemacht. Wir sollten uns erstmal auf solche Projekte konzentrieren und aber kreativ andere Flächen suchen und die gibt es. Und dort Wohnraum schaffen. Und zwar sollten wir vor allem Mehrraumwohnungen schaffen. 1- bis 2-Raumwohnungen dienen vor allem dem Profit der Investoren. Mehrraumwohnungen sind geeignet für Studenten, für Senioren und für Familien natürlich. Darum bin ich für den Bau von Mehrraumwohnungen. Ein Aspekt Ihres Programms, auf den ich auch gerne noch eingehen würde, ist der, dass Sie sagen, Sie haben das Gefühl, dass wir unsere jungen Menschen nicht genügend auf die Zukunft vorbereiten. Sie sind den Inhalten des Netzes ausgeliefert. Ein Weg, um dem vorzubeugen, wäre ja Medienbildung. Und da jetzt die Frage, halten Sie Medienbildung grundsätzlich für sinnvoll und bezogen auf Rostock, wo soll Medienbildung hier stattfinden? Also muss das sein in den Schulen, in Projekten, in Vereinen, in offenen Kanälen, in der Medienwerkstatt? Wie sehen Sie das? Also hier bei Ihnen findet das ja schon statt. Ein zweiter Punkt, meine Kinder machen gerade so ein Actionfilmprojekt mit. Ich glaube vom ASB ist, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo das verortet ist. In den Schulen muss es natürlich stattfinden. Und ja, da kann man natürlich das Bildungssystem kritisieren. Wenn die Kinder aus dem Kindergarten kommen, sind sie noch sehr kreativ und wissen 100 verschiedene Sachen, die sie mit einem Gegenstand anfangen können. Wenn sie nachher aus der Schule kommen, können sie nur noch 3 Sachen mit diesem Gegenstand anfangen. Also wir müssen da am Bildungssystem ran, ans Bildungssystem ran. Und da muss ich an die Schüler appellieren und auch an die Studenten, die sollen sagen, was ihnen wichtig ist. Die sollen das auch der Stadtpolitik sagen, denn die jungen Menschen sind unsere Zukunft und die müssen im Prinzip bestimmen, was hier gebaut wird. Wenn die mehr Natur und Kultur in der Stadt wollen, dann muss man das berücksichtigen und machen, weil die leben hier nachher. Ja, also das ist ganz wichtig. Und die Medienbildung, ja, in der Schule, aber auch im Kindergarten schon, das kann ja früh gleich losgehen. Und in Südkorea schaffen die das beispielsweise. Da ist Gewalt und Porno verboten. Und hier können diese Sachen, sind die frei zugänglich für alle Altersklassen. Das kann nicht sein.
Da fahren wir unsere Jugend, also einen großen Teil unserer Jugend, gegen die Wand. Und da muss man sich viel mehr drum kümmern. Ich finde, das geht nicht. Die verlieren ihre Werte, die verlieren alle Normen. Die sind dem Netz ausgeliefert und wir dürfen nicht dem Netz das zulassen, dass das Netz die Werte vermittelt. Sondern das müssen wir als Politik, das müssen wir als Gesellschaft tun. Das dürfen wir nicht dem Netz überlassen. Nun hatte ich Sie im Vorwege gebeten, uns einen persönlichen Gegenstand mitzubringen. Zeigen Sie doch mal, was haben Sie für uns dabei? Ja, ich habe 8 Jahre wurde ich zum Konservatorium geschickt nach Rostock. Ich bin also immer von Groß-Klein mit der S-Bahn zum Konservatorium gefahren. Zweimal in der Woche sogar, einmal Musiktheorie und einmal klassische Gitarre. Und darum habe ich heute eine Gitarre mitgebracht. Ich freue mich, dass ich Gitarre spielen kann. Und ich bin dann aber umgestiegen auf E-Gitarre. Und das ist jetzt hier mal eine, das ist die letzte. Ich glaube, ich habe 3 oder 4 getan. Und hier habe ich erstmal die Tonabnehmer, als ich sie neu hatte, rausgenommen, die ganze Elektronik rausgenommen und mir erstmal neue Tonabnehmer selbst reingelötet. Also das ist ein Gegenstand. Und der zweite ist, habe ich ein kleines Buch mitgebracht, was ich selbst geschrieben habe und herausgebracht habe, illustriert von Christoph Kugler. Und es ist der Zauberlehrling 5.0 und da geht es auch um Medienbildung. Das ist nämlich der Zauberlehrling, der Goethe Zauberlehrling, umgewandelt und als moderne Version zur Digitalisierung. Da geht es um künstliche Intelligenz, um Kampfroboter und im weitesten Sinne um unsere Zukunft. Diese beiden Dinge. Die zwei Dinge. Was verraten uns die über Ihre Pläne als Oberbürgermeister? Oh, ja, also das, die Gitarre natürlich, dass ich sehr viel Wert auf Kunst und Kultur legen werde. Musik natürlich, steht bei mir ganz oben. Und, ja, das ist ja auch Kunst und Kultur, das ist natürlich dann Literatur, wenn man das so nennen will. Da geht es aber auch um Zukunft. Und ich möchte ja, mein Slogan ist ja, macht Rostock lebendiger. Und da geht es natürlich vor allem um die Zukunft und wir leben jetzt in einer Zeit, in der es viele Umbrüche geben wird, gerade im Zuge der Digitalisierung und wir werden sehr viele neue Ideen brauchen, um Rostock voranzubringen und dafür, denke ich, steht der Zauberlehrling 5.0. Herr Reimer, ich danke Ihnen fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich danke euch und Ihnen fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Und natürlich nicht vergessen, ganz wichtig, am 26. Mai bitte wählen gehen.